wie versprochen, das Video von den Drums unter 303. Dafür habe ich Kick dann an, die 303 und das Drumset, also Drums. Wichtig nachher beim Hören ist noch, dass hier sind die Drums, das ganze Drumset, und ich habe den Equi davon. Hier sind die Effekte. Ihn habe ich automatisiert. Das ist natürlich jetzt noch blöd, weil ich ihn später einstellen werde in eine Position, wo ich ihn wirklich haben will. Das ist jetzt nur, ich zeige das mal hier. Da springt er dann mal positiv, positiv, negativ. Er springt hin und her mit dem Shift, ne? Und das würde bedeuten, die ganze Equalize, die hier ist, wird verschoben hierhin oder dorthin. Und je nachdem hat er mehr Bass, mehr Höhen oder sonst was. Das ist, gilt für die kompletten Drums. Das werde ich noch ändern, ne? Ich sage das nur vorweg schon mal, dass man das im Hinterkopf behält. Für die Kick lasse ich jetzt einmal, um es kurz zu erklären, lasse ich hier eine Szene laufen und dann stellen wir die Kick einmal dazu ein und gucken, was man dazu machen kann. So, wir wollen die Kick natürlich spongelmäßig haben und dafür müssen wir... Ja, das ist schon fast so eingestellt, wie es sein müsste. Das Handy nimmt natürlich keine 40 Hertz auf. Aber ich habe hier aktive Monitore und ich stehe hier im Wind. Die blasen mich zu. Ich stehe hier voll im Wind. Ich gehe immer mit dem Handy im Dreieck. Seht ihr da den Pegel, wie er aussteht auf dem Display? Ich stehe hier im vollen Wind. Also die Woofer von den aktiven Nahfeldmonitore blasen mich hier weg und ich bin 1,5 Meter von den Dingern weg. Das ist der Wahnsinn, wie das boomt. So, es soll aber nicht boomen, wir wollen etwas anderes haben. Und da war das... Es ist merkwürdig, dass ich hier keine Verstellung höre. Moment, ich muss hier mal kurz was überprüfen, Leute. Okay, ich bin wieder da. Mal sehen, wir wollten das mit der Kick irgendwie machen, ne? Mal sehen, wie geht das jetzt. Achso, hiermit gucken wir es auf dem Display an. Er zieht das noch nicht richtig runter. Und woran kann das liegen? Ah, pass auf, wir brauchen ja für die Kick. Ah, klar, ne? Was fehlte? Okay, jetzt klappt das auch. Also wir haben jetzt hier eine Kick, die man verstellen kann, aber die nicht mehr unbedingt auf 40 Hertz läuft, sondern vielleicht auf 50, auf 50, auf 60, je nachdem, wie man den Pitch einstellt. Was natürlich noch wichtig ist im Verlauf, weil man den Ton einstellt zum Bass, Part für Part. Bei der Tube kann man das hier super nutzen. Ich, auch wenn euer Sound dadurch, der Drum Sound, geändert wird und auf einmal irgendwas fehlt, dann macht ihr euch mal keine Sorgen drüber, weil ihr noch eine zweite gekriegt habt vom Drumset. Hier wird Drive von Distortion. Also so, also erstmal die Kick, die man dafür braucht. Ich mach das mal kurz auf Stopp, weil wir jetzt zu den Drumset gehen. So, ich habe jetzt mal nur die akustischen Drums laufen. Alles andere ist off. Wichtig ist für uns eigentlich nur die Kick, die Snare, dass man sie ab und zu mal lauter machen muss. Und ja, kümmern wir uns eigentlich nur um die Kick. Im Moment ist die Kick im Pegel hier bei 60, weil das eine 40 Hertz Kick ist, so habe ich sie eingestellt. Hier ist der Filter für die Kick und jetzt fangen wir an zu zaubern. Wir müssen es auf 111. Hört ihr es? Es
muss 111 haben. Hier hat er das nicht. Jetzt ist Resonanz bei 30, Resonanz bei 50, Resonanz bei 65, Resonanz bei 76, 77. In Verbindung mit der Kick. Versteht ihr? Wir können es auf dem Display angucken in Verbindung mit der Kick. Nur die Drums mit der Kick. Okay, das langt, ne? So, also hat man mit dieser Kick hier die Möglichkeit, das Bum Bum oder es machen, dass er einfach hier auf 40 Hertz hier pegelt und ausschlägt. Oder man lässt sie Bum Bum machen. Oh, ach du Scheiße. Der Kaffee ist umgekippt. Moment. Der Kaffeeschaden. Hier ist der Shift, also der Equalizer vom Drumset. Jetzt nicht von der Drum Group, ne, sondern vom Drumset. Und da kann das sein. Also ich habe ihn niemals hier, sondern... Bam Bam, ich mache das sowas von Underground. Nur mit der 303. Das war nur die 303, Leute. Alter, das knallt so sehr. Ich stehe hier voll im Wind. Ich stehe voll im Wind, Leute. Also meine aktiven Monitore, die blasen sowas von mördermäßig die Luft raus. Das ist der Wahnsinn. Die 303 FX-Kette. Der AUX hat ein Delay und ein Cloud. Der Master ist frei. Ich lasse euch das jetzt einmal durchlaufen. Drücken wir mal Play. Wir haben ein bisschen Vorlaufzeit. Ich habe hier die Kick für euch an, dass ihr seht, wie das hier verstellt wird. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, die richtige Kick zu machen. Ich meine, ich habe hier vom Drumset die Kick. Und die 303. Ich höre nichts. Fängt gleich an. Und das wird laut werden. We'll be right back.
hau die MIDI-Files in die Kommentare als Download.